Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder zugeschaltet hast. Ja, ich bin Mario-Monika Kaiser und heute erzähle ich dir etwas über das Thema Resonanzen. Also, ich sage, wenn du deine Welt verändern willst, dann musst du deine Resonanz verändern. Das bedeutet ganz einfach, dass du verantwortlich bist, aber auch letztendlich damit die Macht darüber hast, das in dein Leben zu ziehen, was du gerne möchtest. Und wenn du heute noch etwas in deinem Leben hast, was du eigentlich nicht mehr möchtest, dann müsstest du eben mal schauen, wie denn deine Resonanzen sind, womit du noch in Resonanz gehst, was für Themen da noch in dir sind, die noch nicht aufgelöst und im Friedenssinne der göttlichen Ordnung sind. Stell dir das so vor wie beim Radioprinzip. Es gibt einen Sender, der etwas auf einer bestimmten Frequenz aussendet, und es gibt einen Empfänger, der auf einer bestimmten Frequenz empfängt. Und wenn die beiden auf derselben Frequenz unterwegs sind, dann kommt es zu Austausch. Ja? So, nun ist es also so, wenn du das jetzt auf dein Leben überträgst, wenn du in einem schicken Restaurant bist und es kommt ein netter junger Mann bei dir vorbei und ist ganz liebevoll, fragt er dich nach deiner Speisekarte und ob er sich vielleicht setzen darf, und es entspinnt sich sofort ein wunderschönes Gespräch. Ihr seid in Resonanz miteinander, dann sind es hier ganz positive Resonanzen. Und dann wirst du die sicherlich beibehalten und dich freuen, dass du in so einem liebevollen Feld schon unterwegs bist. Wenn es dir aber zum Beispiel passiert, dass du auf der Straße gehst und dein Nachbar dir entgegenkommt und dich ganz fürchterlich anschreit mit irgendetwas und du erstmal gar nicht weißt, ob du im richtigen Film unterwegs bist, dann ist jetzt wichtig, drauf zu gucken, wie dein Resonanzfeld ist. Ja? Wenn du dann tatsächlich ruhig bleibst, bei dir bleibst und dich da gar nicht weiter von beeindrucken lässt, mit ihm weiterhin liebevoll reden kannst und dich das Thema wirklich auch gar nicht emotional betrifft, dann kann man davon ausgehen, dass das mit dir nichts zu tun hat. Solche Dinge passieren. Es gibt immer mal Menschen, die nicht in ihrer Mitte sind und trotzdem in unserem Leben erscheinen. Ja? Wenn du aber in dieses Feld mit einsteigst, also wenn du dann zurückschreist und dann zurückbeleidigst und ihr dann in einem wunderbaren Streit entbrennt, ihr beiden, dann ist davon auszugehen, dass in dir noch eine Resonanz ist zu Aggressivität, zu Beleidigung, zu mangelndem Selbstwert, was auch immer das Thema ist. Das ist jetzt gar nicht, darum geht es jetzt gar nicht. Ne? Es geht einfach nur darum, dass das nur funktionieren konnte, weil ein Teil dazu auch in dir ist. Und das kann jetzt unterschiedliche Ausprägungen haben. Es kann sein, dass du in Wirklichkeit sogar Aggressivität total ablehnst und sie vielleicht deswegen dir auch nie erlaubst. Aggressivität ist ja letztendlich erstmal eine Eigenschaft, die jeder Mensch in sich trägt. Es ist immer die Frage, wie lebt man das? Ja? Und wenn ich einen Teil von mir total ablehne, wenn ich den Schattenreich verbanne, dann schreit der durchaus immer mal wieder und will mal wieder gesehen werden und beachtet werden. Ja? Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass du das Thema Aggression tatsächlich noch in dir trägst, dass es wirklich ein Thema ist, das wo immer auch es herkommen mag, wirklich ein Thema ist, wo es nochmal darum geht, das eventuell auch anzuschauen, wo kommt diese Urerfahrung her, was lebst du da, ist es wirklich auch dein eigenes, und das eventuell aufzulösen. Ja? Aber erst wenn du da tatsächlich dann in Frieden bist, mit dem Thema Aggression, dann werden dir auch keine so aggressiven Menschen mehr in dein Leben kommen. Ja? Also wir können im Prinzip immer, indem wir schauen, was ist denn in uns, können wir unser Leben im Außen gestalten. Nicht andersrum. Es funktioniert niemals von außen nach innen, es funktioniert immer von innen nach außen. Ja? Letztendlich ist das Außen ein Spiegel unserer inneren Welt. Und das kann man durchaus als sehr positiv sehen, weil es zeigt uns im Prinzip in jeder Minute unseres Lebens, wo wir gerade stehen. Ja? Wie weit wir sind, wie weit wir uns entwickelt haben, wie weit wir mit unseren Themen bisher gekommen sind. Also, der Martin Buber, glaube ich, war es, der gesagt hat, der Mensch wird am Du zum Ich.
So sehe ich das auch. Wir kriegen immer diese Spiegelresonanz sozusagen. Durch andere Menschen, durch andere Situationen wird uns immer wieder gezeigt, wer wir selber sind oder auch nicht sind. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.